Herzlich willkommen zurück zu Biomutant Bosskampf im Dunkeln. Der Pummelschnauber liegt an. Den man da hinten wunderbar im Dunkeln jetzt sieht. Drei Köpfe hat er. Ich würde sagen, wir dürfen nicht speichern. Autosave ist ja da. Gut. Pummelschnauberplatz. Zeit, den ersten Weltboss anzugreifen. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. So. Wir spielen auf dem Mittelschwer. Schwing den Bumball und schleudere ihn unter den Schnauber. Müssen halt diese Dinger. Oh Gott. Ob das Schaden macht. Ich fress Schaden. Ich muss mal ein Gefühl dafür kriegen, ja. Hat er sich geheilt? Warum hat er unendlich Leben? Ich verstehe den Bosskampf nicht. Warte mal. Schieß! Das sind so Blasen, die ich anschießen muss. Oh Gott, das ist der weiße Hai. Ich muss gleich noch ein Foto machen von ihm. Entfessle die Quaker. Ist das nicht süß? Ja, ist das nicht süß? Ein Übergroßer, der mit Quakern spielt. Sorry, das muss aber sein.
So, diese Beulen, die muss man abschießen. So, da mal nicht sterben. Aber auch Schaden. Jetzt zeig mal deine andere Seite hier. Ach du Schande. Schon wieder Leben nehmen. Hier muss ich einfach nur entkommen. Spürst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, es geht an Land weiter. Au. Au. Okay, das ist noch heftiger. Oh, wie? Ja, danke. Ah, danke. Fick dich. Das ist ein Scheißboss. Das ist ein Scheißboss. Aber die muss ich mit B dodgen. Das war's. Jesus, der ist aber übel. Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Du hast ein gutes Herz, also wird er diese Informationen bereitwillig mit dir teilen. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert.
Glibo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß, aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es zu erfahren. Sagt, du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Aha, also, guck mal, wie weit wir jetzt am Baum sind. Sagt, es sei an der Zeit, Lobo bei der Flugschiffstation zu besuchen. Es ist gut, mit ihr befreundet zu sein. Oh, okay. Ich kann nicht bleiben. Hatte eh nichts mehr zu sagen. Glibo weiß, dass er sich wiederholt. Ja, ja, tschüss. Versteh. Wir müssen das jetzt nicht auseinandernehmen. Okay, die haben mich hier hinten hingebeamt. Da ist auch der erste Weltenboss weg. Gut. Tja. Ja, wir sollten sowieso mal zu Steinalt. Hätten wir vorher eigentlich hin sollen. Aber verfolgen wir mal die Quest hier. Weil die jetzt gerade in der Nähe ist. Die ist da. Das war eine der Hauptquests, die abgeschlossen. Waren es nur noch 3. So, weil ich die Kämpfer jetzt mittlerweile hasse, wieder auf Leicht stellen. Schon wieder? An verschiedenen Punkten im Leben wird man zu einer Erinnerung für andere. Es reicht schon, jemanden zu sehen, um die Vergangenheit heraufzubeschwören. Drei gegen einen, das ist schon unfair, ne? Es ist unfair. Verzerrte Erinnerungen sind ein Problem. Illusionen, mit denen dein Geist die Erinnerungen unterdrückt, als Kindling schikaniert worden zu sein. Das kannst du nicht gewinnen. Du kannst nicht so viel dodgen, allerdings wie die schießen. Es besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Oh, gib noch einen. Du hast dich also an die Kraftschubfunktion des Roboters erinnert. Die Stärkung. Gut. Wie ein Verbrauchsgegenstand. Ich mach das da und dann oben oder unten. Kann man dann auswählen. Ah, eine weitere hilflose Seele. Wo ist meine Waffe? So gehen die Kämpfe doch wesentlich schneller. Tagsüber sind die Farben leichter zu erkennen. Sind das Atombomben?
Okay. Ups. So fein zerlegt, wie es nur geht. Hat gehört. Ist dir dank. Kennen wir schon. Bestimmt siehst du jetzt alles deutlich. Klarer als je zuvor. Zu viel Licht ist nicht gut für dich. Das sagt die Beute immer über die Jagd. Du hast bloß Angst, dass es dich zu Asche verbrennt und wegweht. Hab ich nicht. Zumindest nicht viel. Ha! Solltest du aber. Noch ein Totem und noch Beute. Da ist Beute oder Totem. Das ist das Totem. Hab ich echt die ganze Zeit mit einem Schwert gekämpft? Ich glaub's nicht. Jetzt fehlt mir noch die Beute. Das Artwork ist cool. Da ist es nicht. Bestimmt laufe ich wieder zweimal, dreimal dran vorbei, bis ich es finde. So wie beim letzten Mal. Du bist bis auf die Haut durchgeweicht. Bin ich das? Och Mann, wo ist denn das? Ich hasse dieses ewige Suchen. Bin ich schon wieder hier. Wo ist denn das? Ist gar nicht da. Nicht existent. Durch die Lunke, Lunte zu gehen. Weiß auch gar nicht, ob ich. Vielleicht sollte ich das so machen. Passiert einfach nichts. Ah. Scheiße. Das ist verdammt. Komme ich denn da hoch? Ich muss irgendwie in das Gebäude rein, weil ich glaube daran, dass meine Beute, die ich haben will. Aber wie komme ich da rein? Gar nicht. Ah, vielleicht können wir Nono ja helfen. Die hier auch nicht ist. Los, fang ihn! Was? Achso. Quietsch? Hä? Was ist das? Den jetzt?
Orientiere dich auf deinem Weg an dem, was du sehen kannst. Irgendwie habe ich gar keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Achso, jetzt soll ich zur Wurzel... Hä? Ich verstehe die Quest nicht. Und irgendwas scheint schief zu sein bei der einen Gebiet, weil eigentlich müsste die Rakete abzünden. Die tut aber nichts. Ah, ist das gemein. Nono Brutnest. Reittier Pipfutter. Bringen wir das Viecher zurück, oder was? Nicht schlecht. Was für ein Treffer, atomisiert. Och, jetzt nicht wegrennen. Ich hasse Gegner, die weglaufen. Genau das brauchst du. Blinzle im Morgenlicht. Das hat aber das Gebiet nicht aktualisiert. Ach, da ist doch wieder irgendwas im Busch. Okay, ich mache mir einen Plan, wo ich hin soll. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.